Letztes Mal mit den Kollegen Raclette gemacht. Jeder kennt es. Du überschätzt dir die Menge, hast viel Raclette-Käse. Ich zeige euch heute, wie man einen Burger macht damit. Ich habe hier meine Zutaten. So, jetzt fange ich an mit dem Rotkraut. Ich tue für das einen halben Deziliter Wasser in die Pfanne. Ich nehme 2 Esslöffel Apfelessig, den ich reingebe. Und dann geben wir noch ein bisschen Rohrzucker rein. Und dann nehmen wir einfach so ein Teelöffel voll. Es gibt dem Ganzen ein bisschen Süße. Ich gebe jetzt hier den Rotkabis rein. Und dann tue ich das 15 Minuten ein bisschen blödeln. Ich tue noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dazu. Das Ganze tun wir zudeckt garen. Den Ofen haben wir vorgeheizt auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Jetzt tue ich hier die Bagels halbieren und sie dann beidseitig mit Butter bestreichen, sie auf dem Backblech auslegen und sie dann in den Ofen schieben. So, ich habe meine Pfanne bereits aufgesetzt. Sie ist jetzt auch heiß. Man merkt es, wenn man die Hand oben drüber hat, dann entsteht da Hitze. Und ich gebe auch erst dann Bratbutter dazu. Ich nehme Bratbutter, weil ich finde, es gibt einfach, das ist normal Geschmacksträger, oder? Das ist Aroma, das wir da wieder im Fleisch hinzufügen können. Dann lassen wir den zerlaufen. Und dann braten wir das Fleisch schön da innen anbraten. Und das beidseitig ca. 3 Minuten. Und wenn das dann fertig ist, nach 3 Minuten, nehmen wir die gleich hier rüber. Legen die hier auf das Blech. Legen. Voilà. Und dann tun wir hier die Raclette-Scheibe drauf und dann tun wir das Ganze in den Ofen. So, und dann tue ich die zwei Sachen näher ca. bei 180 Grad, 8 Minuten im Ofen lang. In der Zwischenzeit gehe ich nachher, nehme die Bratpfanne, die wir Burger angebraten haben, und ziehe hier innen jetzt noch Zwiebeln anziehen. Hier bereits auch ein bisschen Würzen, mit Salz und Pfeffer. Der Rotkabis schon langsam nachher. Ein Stückchen probieren. Mal einen noch leichten Biss. Ein bisschen süßlich. Doch, wunderbar so. Et voilà. Der Käse ist schön verlaufen. Die Brötchen sind schön goldbraun rausgebacken. Sieht doch gut aus. Nehmen wir es raus und bauen den Burger zusammen. Et voilà! Für alle Raclette-Fans, das hier ist meine Burger-Kreation.